Macht Platz hier. Lauter Dechsen. Beim letzten Mal hatte ich noch keinen Ricky dabei gehabt. Da hatte ich aber... Stimmt, da habe ich ohne Heiler gekämpft. Ne? Deswegen bin ich gestorben. Weil... Nee, gar nicht wahr. Ich hatte Schade dabei und dann bin ich schon. Aber auf jeden Fall war dann Ben noch nicht gelevelt. Also noch nicht geskillt. Das ist ganz sicher. Ziemlich ganz sicher? Relativ ganz sicher. Ich weiß gar nicht. Doch, eigentlich schon, oder? Ach, keine Ahnung. Irgendwas haben wir da irgendwie versagt. Irgendwelche Gründe gab es auf jeden Fall. Welche auch immer es gewesen sein mögen. 33. Müsste eigentlich locker funktionieren. Haben eben auch schon besiegt, zwei Typen. Kommt her, ihr. Ah! Hab's da mitgebracht. Ich dachte, du bist ja zurückgelaufen. Sind sie nicht. Zack. Alle abfahren hier lassen, bitte. Ah. Ah, kriegen wir ja nicht. Kriegen wir ja nicht. Scheint ein echt ein Bluetooth-Übertragungsproblem zu sein. Obwohl ich der komisch wie Switch. Aber es ist auch schon. Ah, meine Ohren. Auch so ein Haken, was bei der Switch öfter vorkommt, dass die Bluetooth-Sachen manchmal so ein bisschen Macke haben. Von dem Joy-Con-Drift mal abgesehen, den man auch wahrscheinlich kennt. Was ist hier los? Keine Mappe irgendwas? Ist das gerade eine Vision? Wurde die angezeigt? Was ist hier los? Weil ich den Bug, ich weiß es nicht. Weg mit euch. Jetzt ging's. Jedenfalls ist ja ungeil dann. Aber so oder so, ich habe ja schon erwähnt, meine Joy-Cons haben ja einen ganz anderen Fehler, nämlich einen quasi mechanischen. Es ist schlimmer geworden. Hier, mein... Man sieht's ja nicht, ne? Das löst sich hier tatsächlich ab unten jetzt, dieser Gummiring. Urballer. Man kann es echt nicht sehen in der Kamera, ist egal. Darf ich auch nicht da. Ich muss mal langsam echt was Neues draufkleben da. Das ist schon nicht mehr schön. Es geht ja weiter kaputt, ich weiß nicht warum. Ich spiele ganz normal. Und ich habe es ja schon erwähnt, meine alte Switch habe ich viel länger gehabt als diese OLED-Switch. Und da ist sowas nie passiert. Und das war ja von Anfang an fast so gewesen bei den beiden. Es ging erst rechts los, dann ging es links auch noch los, dass die komisch abgenutzt wurden. Merkwürdiges Modell irgendwie, ganz komisch. Nein, wollte ich gar nicht. Kurin, wollte ich überhaupt nicht. Hallo, Nobom-Braut. Auf den kühlen Godwin. Ja, das verdient, habe ich gehört. Oh, warte, soll. Sei nicht traurig dann, Ben. Das passiert schon mal. Ich heile ihn mal. Hey. Oh, warte, nein. Falsche Attacke. Mist, verkackt. Wäre mehr drin gewesen gerade. Konnte nicht umhauen. Lässt du mal meinen Dunbin in Ruhe? Hier geht wohl gar nichts mehr gut, oder was? Crush Pow. Einfach mega. Ricky ist einfach mega. Das schon wieder nicht. Das ist doch nicht euer Ernst. Schieb mal jetzt ein bisschen rüber zu mir, weil das ist, dass ich das Rico zerstört oder so, ich weiß es nicht genau. Aber das geht ja auch alles, das ist echt nur der B-Knopf. In dieser Situation, wo einfach bloß so sie funktioniert. Das ist total merkwürdig. Auf was? Ich kann nichts. Ach, wie ist er auf dem Boden? Ach, das ist ja unpraktisch. Schnell! Von das Schicksal halb abwenden. Das kriege ich. Heile mich oder töte ich? Glaube ich, töten müsste hinkommen. Versuchen wir es mal einfach. Mutig, aber wir kriegen... Ja, komm mal hier umhauen. Dann ist er sowieso rumgebrochen. Macht er gar nichts mehr. So. Schwein gehabt. Gerade noch aufgestanden. Meine Güte. So. Gab eine wunderschöne Harmoniemünze für. Tada. Du da. Kara. Mi? Ihr seid ein wenig zu spät. Kara hat Dex den Ort verraten. Bin trotzdem glücklich, dass ihr helfen gekommen seid. Toll. Und kann endlich zurück zu Bokoko und anderen. Und vielen Dank für Hilfe. Tschüss. Verräterin. So, und das hier ist der Weg, den wir auch andersrum hätte gehen können. Oh, ich habe echt nicht mehr weiß, wie ich hingekommen wäre. Ich habe den Weg gar nicht mehr gefunden, beziehungsweise die Schlüssel habe ich nicht gefunden. Aber den Weg habe ich nicht... Also, wahrscheinlich hätte ich den Schlüssel hier gefunden irgendwo, ich weiß ja nicht mehr genau. Man kann es da, wie man sieht, auch von einer Seite aufmachen. Und dann, naja, wäre das gewesen. Egal, ich nehme ja Frontaleingänge bei sowas. Ich will ja die Gegner töten. Es wäre eine Herausforderung haben und alles. Wissen wir ja. Ohne ist ja langweilig. Aber ich glaube, hier gab es doch ein Geheimnis. Oder? Nee, doch nicht.
vielleicht Teil einer späteren Quest. Oder ich wechsle es gerade komplett. Ich bin mir nicht ganz sicher. So. Ab zum Lager. Ich spiele die Seitenteile. Ich habe vergessen, wie die heißen. Nie getrennt von der OLED. Ah, okay. Ich mache sie eigentlich auch bloß auf Partyabenden. Da fällt sowas habe ich mal auf. Ich spiele auch immer am Händel dran, das Ganze. Normalerweise. Nein, nicht der. Nicht der. Da. Hokoko. Kacha, wieder da. Leider hatte sie bösen sechsten Geheimnis schon verraten. Ach, hab's ehrlich gekriegt, was soll's, ne? Aber das Wichtigste ist, dass Kacha gerettet ist. Ja, ja. Keine Angst, die Ex-Dexen werden nichts weiter verraten. Ich habe alle gekillt, echt. Ich bin so glücklich, dass Kacha in Sicherheit ist. Ja, ja. Mhm. So glücklich, dass ich ganz tolle Belohnung gebe. Nämlich das hier. Dschungel habe ich alles schon. Lahm. Nächste Quest. Bestimmt mit Dexen Folgequest. Welche Lager aufschlagen? Aber wichtige Materialien fehlen. Oh, was anderes. Bin zu alt, um selber zu suchen. Rückenschmerzen. Die haben alle eine Ausrede. Die haben alle eine Ausrede. Hört sich gar nicht gut an. Und gelogen auch. Mhm. Ihr seid jung und munter. Bitte sucht Materialien für weiches Bettchen. Gibt auch Belohnung. Will alte Knochen endlich ausruhen. Ah, guck mal, ich habe schon das meiste sogar. Aber nicht alles. Ihr seid Rettung. Sollt ihr vielleicht bald mal in Rente gehen? Mhm. Bitte kümmert euch im Bett. Ja, machen wir. Wie geht's Samira? Ja, gut. Wieso? Sollte es nicht? Zack. Immerhin, ich kann Dinger hier offenbar... Oh, neue Quest. Ich hab's gesehen gerade. Alter, das war, glaube ich, alles Gegner-Items. Geht so aus. Alles schick soweit. Mir ist nichts bekannt, was anders wäre. Hab bitte an euch. Kara hat großes Problem. Kara musste Dexen Informationen geben. Sind jetzt zur Anhöhe bei Dunkelmoor unterwegs. Stoppt sie. Okay, worum geht's genau? Schulk braucht Ex-Erklärung? Ricky dachte, Schulk weiß alles. Ja, nicht alles, Ricky. Aber wir sollten gut zuhören. Sie wollen unbedingt Schatz der Riesen in die Hände bekommen. Haben sogar Fels zerstört und Weg frei gemacht. Sind zu allem bereit und sie dürfen Schatz nicht kriegen. Das Volk der Riesen. Haben hier einst wirklich Riesen gelebt? Habt ihr nicht gesehen, als ihr Kara befreit habt? Riesige Ruinen. Wo deckst denn jetzt hausen, hä? Stimmt. Ein Gebäude solches Ausmaßes könnten nur Riesen erbaut haben. So groß war das jetzt nicht und ich hab Pomps... egal. Dexen suchen Riesenschlüssel für verborgene Tür. Schlüssel ist auf Anhöhe... Ah, siehst du, was ich gerade gemeint, da war noch irgendwas gewesen. Schlüssel ist auf Anhöhe östlich von Dunkelmoor vergraben. Besiegt sie, bevor sie Schlüssel findet und buddelt ihn aus. Öffnet dann mit Schlüssel verbotene Tür in Feste der Verbannung. Jawohl, dort müsste Altar sein. Untersucht ihn. Aber ich gesagt habe, ne? Da war noch was. Ah, habt Sinn für Abenteuer, seid voller Eifer, was? Toll, toll, toll. Dann nichts hier hinter den Dexen her. Ja, machen wir. Richtig aus, wenn ich dran denke, Kuri. Wenn ich dran denke. Ich kenne mich, ich vergesse was gerne, aber ich versuche dran zu denken. Zack. Diese Art und Weise, Grüße auszurichten, aber so ein Mädchending, ne? Ich glaube, ein Mann sagt nie von sich aus irgendwie, grüß mal. Oder seltener. Oder tut's auch tatsächlich. Wenn er sagt, dann macht das. Victory to Ricky! Du bist nicht mein Ziel. Du schon eher. Verdammt. Dieser falsche Aus mir war auf meinem zu mir. Verdammt. Verdammt. Kein extra Schaden bekommen. Naja, nicht so schlimm. Klebeschleim. Weiß ich nicht, Kurin. Hab ich mal so das Gefühl. Ich persönlich glaub mal sowas nicht. Frauen scheinen das irgendwie eher zu tun. Weiß ich nicht. Das ist nur so ein Gefühl meinerseits. Echt keine Ahnung. Ob da was dran ist. Alle weg mit euch hier. Ah, bloß diese langweiligen normalen Kisten. Ich brauche gute Kisten, scheinbar. Zack. Zack. Nein, die Unkoexistenz mit deinem Kampf. Ah, Silbre Tour, okay. Das ist schon mal in Ordnung. Da wird drin sein, was ich brauche. Brauche ich nur 4 Stück davon. Dann noch 2. Hey, Level Up. Glückwunsch, Dunben. Mensch. Das hier mit solchen Luschen geht. Nein. Okay.
Auch wieder Vakurin. Ja, ja, wir besorgen Unkor-Dinger für irgendwen. Irgendwann in der fernen Zukunft. Das ist das Problem von Zukunft, Sephiroth. Täuschersam. Ja. Jetzt noch zwei, wie erwartet. Die müssten öfter mal silberne Truhen fallen lassen. So, was war eine güldene gerade? Das ist Silbertruhe, da war es einmal eine goldene tatsächlich. Also, goldene. Das ist nicht wirklich Gold, aber es ist halt eine hochwertige. Also, ich sag halt. Silber und Gold dazu. Ich glaube, es ist nicht die offiziellen Farben hier, die ihm zugeordnet werden. Ist egal. Ihr wisst, was gemeint ist, ne? Reicht ja auch. Frohgrüdern-Thema. Es könnte sogar die sein, die ich brauchte. Ich glaube, ich hatte eine Pflanze, ne? Nein! Die war es natürlich nicht. Wäre wohl zu leicht gewesen. Täuschers. Lass ihn mal täuschen. Oh. Hi. Ja. War normal, Tour. Das ist schlecht. Da. Das müsste es sein. Ja. Meine Ricky nennt der Fähigkeit, nachher besser Sachen zu finden. Aber das dauert doch ein Weilchen, bis ich da dran bin bei ihm. Das dauert noch ein Weilchen. So. Quest bei dem, Quest zu dem. Haben wir den Sumpf hier hoffentlich erstmal mit Quest soweit abgedeckt. Und dann können wir ein bisschen weiterlaufen. Ich wollte ja auch generell mal den Wald von Magna ein bisschen erforschen. Wir sind ja auch noch erst am Anfang tatsächlich. Da haben wir nur die Storyroute genommen. Alles drum und dran eigentlich mehr oder weniger ausgelassen. Was noch ein bisschen was zum Entdecken eigentlich übrig lässt. Aber ich will gleichzeitig natürlich auch... Oh, lass mich nur, du blöder Vogel. RFC weitermachen. Es ist mir so eine Gratwanderung hier. Was ich heute erreichen will und generell... Bah, bah. Mal schauen, wie das so läuft. Geh weg, Vogel. Du kommst hier in eine Höhle rein. Geh rein. Nein, er ist weg. Du da. Ja. Ja. Ihr seid die Besten. Niemand kann Zazadan so gut helfen wie ihr. Bin immer noch nicht wieder richtig auf den Beinen. Warum nur? Hab ich schon so lange ausgeruht. Sehr seltsam. Aber dank euch nun keine Gefahr mehr. Viel schönes Danke, Pon. Ja. Genau. Kann mich hier in Sicherheit doch lange ausruhen. Ihr seid obergut. Sehe ich auch so. Sind wir. Zack. Und noch eine Quest. Ja. Zazadan hat immer noch eine Sorge. Zazadan geht es immer noch nicht wieder gut. Hört sich gar nicht gut an, im wahrsten Sinne. Ja. Bin vielleicht krank? Bitte, bitte, bitte bringt Medizin. Sonst hat er das Ende nah. Geht's dir echt so schlecht? Wär's nicht besser, zu deinen Freunden zurückzukehren oder so? Was sagst du? Körper gehorcht Zazadan nicht, kann nicht zurückgehen. Das ist natürlich schlecht. Vielleicht hat er deine Wunden entzündet oder sowas, ne? Brauche Nopa-Medizin. Heilt alle Krankheiten und Wunden. Sollte in der Höhle bei Lager der Nopa-AG zu finden sein. Bitte helft und bringt. Tut sehr leid, um Hilfe bitten zu müssen. Jedes Mal. Aber Nopa bestimmt super gut und hilft. Okay, wir kümmern uns drum. Naja. Müsste ja hier hinten sein. War ich doch schon mal in der Höhle, oder nicht? Offenbar war es ein Item, was da noch nicht da gewesen ist, sondern erst durch die Quest gespawnt. Ich meine, manche, also eigentlich alle, dachte ich, Sachen, die man so für Quests finden kann, sind diese leuchtenden roten Kugeln, diese leuchtenden roten Dinger halt auf der Karte. Entweder war ich da tatsächlich nicht gewesen, hier drin, was durchaus sein kann, oder aber es war dann halt nicht da, wie gesagt. Was ist jetzt hier? Zack, zack. Egal, das wäre es gewesen. Das ist es auch. Soweit, so gut. Ach ja, Wölfe auch noch killen. Was ich alles machen muss hier. Oh ja, oh, ich ärgern will. Gut, vorbei und so weiter. Das wird etwas länger dauern. Ja, tatsächlich, bis nicht mehr zu den ganzen Punkten sind. Komm mal. Ja, hast recht, ich habe weniger Zeit. Das ist halt ätzend. Hast recht. Verklickt, egal, geht trotzdem. Na, ich brauche krassere Truhen, Leute. Das wird's mir nicht bringen. Normales Leder ist doch Pillepalle. Wir brauchen normales Leder. Niemand ist die Antwort. So, ab zu Zazadan, dann zu den Dexen. Ich hoffe, es ist die letzte Zazadan-Quest einfach. Ich
weiß es einfach. Upala. Tatsächlich einfach nicht und deswegen kann ich nur hoffen. Ich will doch noch was anderes machen. Ich will doch nicht nur. Ich meine, ja, die Quests kann ich ja auch nicht wirklich. Kann ich ja auch nicht wirklich machen offscreen, weil ich die ja auch zeigen will, weil es ja auch Quests mit Handlungen sind zum Teil, ne? Das heißt, zum Teil sind sie alle. Ich mache ja auch die Quests mit den entsprechenden NPCs, die halt auch Namen haben, wie wir wissen. Ach, du schon wieder. Ich sollte vielleicht einfach killen, dann ist er weg. So oft, wie ich momentan langlaufen muss, aber keinen Bock. Wozu? Nee, nee. Das lass mal schön bleiben. Hallo, Zazada. Warte kurz, jetzt geht's. Na. Ja. Genau, das ist Nobelmedizin. Hab gesucht und gefunden. Muss Medizin nehmen, wirkt sofort. Endlich ist schlappe Müdigkeit weggeblasen. Läuft. Vielen Dank, hier, nehmt Belohnung. Wetten, jetzt kommt, ich hab doch noch nicht alles. Oh, Zazadans Wohltäter. Dank euch ist Zazadan wieder ganz gesund. Kennt ihr übrigens rote Pollenkugeln? Ja, worum geht's jetzt überhaupt? Erzähl mal, Leute. Geht das so nicht. Ja, komm. Kennt ihr nicht? Aus roten Pollenkugeln kann man tolle Dinge machen. Hier ist eine. Bitte, taucht sie mal ins Leuchtmoor. Dann werdet ihr große Überraschung erleben. Du scheinst ja ganz begeistert von den Dingern zu sein. Aber ich müsste lügen, wenn ich sagte, ich wäre nicht neugierig. Ja, wirklich toll. Wer nur einmal gesehen hat, kann nicht genug bekommen davon. Warum haben wir auch nie davon gehört? Haben wir schon, eigentlich durch eine andere Quest, aber egal. Zazadan zählt euch nur, weil ihr euch so sehr vertraut. Deshalb müsst ihr auch Zazadan vertrauen. Ganz tolle Sache wird entstehen. Bitte geht und macht. Okay. Gut, gut. Wusste ja, ihr würdet ja sagen. Ihr seid sowas von Zazadans Freund jetzt. Hihihi. Okay, ja, wir machen das auch noch. Na klar. Was auch sonst. Haben wir jetzt nicht zwei rote Pollenkugeln tatsächlich? Weil, wie gesagt, wegen der anderen Sache. Ach, da hinten. Ist das der Geheimpunkt? Das ist der Geheimpunkt. Immerhin, keine Reise bis dahin, aber ich muss wieder zu ihm zurück irgendwann. Nervig. Kugel rein damit. Und was passiert? Spannung steigt. Nichts. Sieht so aus, als hat sich jetzt irgendwas Essbares verwandelt. Bring mich zu Zazadan. Kaviar. Okay, er wollte nur was zu essen haben. Okay, ich verstehe das schon. Ich verstehe das total und vollkommen. Freue ich mich voll. Und wisst ihr was? Wir machen ein kurzes Pickelpäuschen. Und dann geht's gleich weiter. 5 Minütchen. Um den Dreh. Und dann bis gleich, liebe Leute. Ja, ja. So. Bin wieder zurück. Waren vielleicht nicht ganz 5 Minuten. Egal. Wieder zurück. Back to business. Xenoblade Chronicles Definitive Edition, liebe Leute. Das heißt es heute. Wieder mal und immer noch. Und so weiter und so fort. Einer der besten Spiele der letzten... Überhaupt. Ich werde nicht müde, das zu erzählen und das zu erwähnen, denn es verdient extra Erzählungen und Erwähnungen. Und Fake Arnold, schön, dass du da bist. Dunkle Grüße, wie geht es dir? Ja, ich trinke ja schon was. Weil gerade... Naja, egal, komm. Prost. So, war ausreichend, dann passt das ja. Böser roter Vogel. Deswegen aber cool. Komisch, der kleine Blaue ist aggressiver als der große Rote. Ja, ich glaube auch, Kurin. Wollte deine Lobgespräche unterbrechen. Ja, also Xenoblade ist das allerbeste Spiel überhaupt seit langer, langer Zeit. Es gibt generell nicht viele Spiele, die besser als Xenoblade Chronicles sind. Gut, dass du mich daran erinnerst, lieber Lauch. So, komm. Ja. Und? Wie war's? Wie war's? Überraschend, was? Verblüffend, was? Ha, nicht besonders? Pah, ihr habt wohl kein Auge für wahren Wert. Dann könnt ihr Hochmoor-Kaviar ja Zazadan angeben. Also, als Zazadan an Kaviar machen wollte, haben Monster angegriffen. Gut, dass ihr das jetzt erledigt habt. Ja, das war der Plan. War ja irgendwie klar. Ja, selber schuld, Fake Arnold. Das muss an dir... Durch, mit dich rein. Also, darf man nicht fassen, sowas. Das Spiel ist Meisterwerk einfach. Nichts Geringeres als ein Meisterwerk. Kaviar so gut, göttlich. Reine Verschwendung für euch. Wen ihr nicht versteht, kann Zazadan dann auch nicht helfen.
Alter, nicht so aggro. Fies.